Hallo, willkommen zurück bei Minecraft Explorer. Ja, hier, ich bin neben einem Bett aufgewacht, welches ich hier hingepackt habe, weil ich gerade wach geworden bin. Und ja, Minecraft Explorer Part. Keystone? Bin ich der Blöde oder was? Minecraft Explorer Part. Welchen haben wir denn jetzt? Machen wir gleich 8. 280, genau. So, wieso ich jetzt bei Greenstone mache, und zwar wurde mir gesagt, ich kann es ja mal versuchen, anstatt den Schalter einfach einen Button hinzubauen, also einen Knopf, auf Deutsch gesagt. Und ja, habe ich schon gesagt, Part 280, yeah! Quantität über Qualität, hey! Es liebe das. Und ja, während das hier so lädt, ich glaube, habe ich eine gute Nachricht zu verkünden für alle, die mich immer zuschauen wollen. Und zwar ist das so, dass, ja, wie ihr wisst, ist Gronkh gerade ein bisschen beschäftigt. Und sein Rechner ist abgeraucht, laut seinem Ticket. Und er produziert jetzt zwar noch täglich, aber nicht bald nicht mehr so täglich Minecraft-Folgen. Heißt, wir können ihn vielleicht schaffen. Yeah! Los, alle zusammen, wir schaffen es. Yes, we can! Das muss ich mal sagen. Dann glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es jetzt schon erzählen sollte. Nicht, dass ich zu sehr abgelenkt bin von allen Geschehnissen, die hier rum passieren. Denn ich meine, Minecraft ist eine Welt voller Leben und voller Tücken. Und, ja, doch, ich kann es ja mal erzählen. Wir haben eh eine große Strecke vor uns. Und zwar wird es so sein, dass ich festgestellt habe, dass einige wahrscheinlich dieses ganze Let's Change-Prinzip noch nicht ganz so kapiert habe, wie ich es meine. Andererseits wiederum bedanke ich mich für all die Leute, die so sagen, hey, nein, Minecraft Explorer ist nur Minecraft Explorer, wenn Xenix es macht. Oder Xenix-C oder Xenix-Y, wie ich mich eigentlich mal wollte, aber die meisten nennen mich ja dann Xenix-C. Und ja, das ist eine sehr nette Schmeichelei. Finde ich cool von euch. Und ich glaube, das wird nämlich nicht mit dem Button klappen. Kann ich auch gleich zeigen, wieso. So, wir machen es erstmal ab. Button ran. Button geht nicht ran. Machen wir hier. Achso, Button ran. Ist ja auch witzig gemeint. Wir müssen erstmal Button machen. So. Zwei Button. Jason Button. Wohl gemeint. Und Button ran. Geht nicht ran. Genau so, wie ich es mir gedacht habe. Und dann machen wir hier. Button ran. Es klappt doch. Aloha. Dann kurz hier ran und. Ist wahrscheinlich nicht die Richtung, die ich wollte. Ah, das ist ja klar. War klar. Und zwar kann ich jetzt durchlaufen. Hä? Anstoßen. Ach man, hier. Ach, Kuhleder. So, ich probiere es nochmal. Gudi da raus. Das Ding hin. Und dann rein mit uns. Das ist nämlich die Sache, die ich mir befürchtet habe. Mal kurz. Jo. Hier, weg damit. Zack, über die Klippe. Und wenn ich jetzt mal kurz. Ich muss rein. Es geht nicht. Es geht verdammt nochmal nicht. So, und dann nehme ich mal gleich den Schalter. Und abbauen. So, und jetzt Schalter ran. Nein!
Nämlich die Befürchtung, die ich mit dem Button habe, ist, dass der Abstand von dem Button einfach viel zu kurz ist für die Beschleunigung. Und die Dinger bremsen automatisch wieder ab. Ein Button hält nur 0,9 Sekunden. Und das würde heißen, Beschleunigung reicht nicht bis zum Ende aus. Ich kann ja nochmal probieren. Zack, Stoß an und zu. Siehst du, seht ihr? Er kommt nur bis hier hin. Also die Zeit reicht nicht aus für die absolute Beschleunigung bis dahin. Das jetzt wiederum, das genau in die falsche Richtung mich jetzt alles orientiert. Das ist hier ein bisschen. Nicht schön, sagen wir so. Okay, renn damit. Hin. Rein. Ich glaube, der will mich mal in die andere Richtung hauen. Nein! Mann! Mann, du dummes Ding! Also, ich hasse die Roads hier. Ich hasse die Dinger. Deswegen. Gut, man könnte hier auch eine Fackel hinhauen. Ach, hat denselben Effekt. So, man muss gleich rein. Okay, wir werden. Na, Strandhut ist eigentlich auch jetzt okay. Und wir wollen mal eine neue Richtung gehen, nämlich am besten in die Richtung. Da waren wir eigentlich am wenigsten von allen Richtungen. Einfach ein bisschen erkundschaften, ein bisschen hier craften. Können wir das einfach. Können wir nicht mehr. Okay. Wollte ich mal testen. Und ja. Genau. Zum Let's Change. Jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich wirklich alles erwähne und nicht wieder die Hälfte vergesse, wie es so oft bei mir ist. Und das kapieren die Leute. Also, ich bedanke mich für alle Leute, die so sagen, hey, Minecraft Explorer ist nur Minecraft Explorer, wenn ich das mache. Finde ich cool, wenn ihr so viel, ja, wie soll ich das nennen, Scham mir gegenüber bringt. Finde ich echt geil, wenn man so sagen kann. Geil. Leider muss ich sagen, ja. Ein Let's Change ist halt nicht so, dass ihr mich nicht mehr habt. Das hat mir, glaube ich, auch ein anderer nicht ganz verstanden. Der meinte so, ja, wenn du nicht so viel Freizeit hast, dann mach doch nur 2 oder 3 Folgen in der Woche. Und ehrlich gesagt, würde es dann auch 2 oder 3 Folgen in der Woche sein. Das heißt nämlich, mit Let's Change würde ich mit maximal 2 weiteren Personen machen. Also wären wir dann zu dritt. Denn viel mehr Personen wird A, die Übersicht zerstören und B, würde es einfach taktisch nicht gut sein. Also 3 Personen ist eigentlich mit das Beste für ein Let's Change. Und ja, bevor da groß rumgeschrieben wird, hier ich ja oder nein, will ich halt, oder eigentlich will ich halt, dass ihr nur schreibt ja oder nein und nichts anderes, damit wir das alles mal klären können. Ich werde mir mal hier ein bisschen ein Eisenschwert zusammenbauen. Denn wir gehen ja auf Explorer-Reise. Und mir noch ein paar Spitzhacken bauen. Eisenspitzhacke haben wir schon und dann werden wir noch. Zack, 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 das rein. Pfeile haben wir auch noch weg, rein damit. Das können wir belassen. Rein, rein, rein. Ja, dass wir, wie gesagt, ihr habt mich 2-3 Mal die Woche bei einem Let's Change. Da bin ich auf jeden Fall dabei und mache das ja auch. Der Reiz ist halt eben, wieso ich das gerne machen würde, ist dieses, ja, Unbekannte. Man, die Leute basteln was, klar, 15 Minuten geht es dann, ohne Mods, ohne Modifikation in irgendeiner Richtung wird es dann sein. Texture Pack kann natürlich was anderes sein, aber es wird sein, dass hier keine Mods installiert werden dann bei der Sache. Also wird es gute alte Minecraft dann gemacht und, ja, wie soll ich das euch erklären, dass ihr es das hoffentlich ganz komplett kapiert. Ich werde, Bium, jetzt habe ich das Eisen noch weggehauen, wa? Ja, toll. Das ist halt, ja, es wird dann eine neue Welt natürlich geben, es wird nicht die Welt sein, ist klar. Die Welt wird ja nicht verschwinden, habe ich ja schon mal gesagt. Lass uns ein Goldschwert machen. Ha. Und ja, ich will euch dann mal was anderes zeigen. Kommt mir halt so vor, dass es manchmal ein bisschen langweilig ist und auch andere Leute haben halt andere Baustile. Ja, keine Ahnung. Ihr sollt halt dann bestimmen, mit ja oder nein, ob ihr es dann wollt oder nicht. Es wird halt nur das Savegame weitergegeben. Es dauert dann 15 Minuten pro Spieler, nicht länger. Das ist auch der Reiz. Es klappt auch, um 15 Minuten was zu bauen. Siehe, das, was ich gemacht habe im Dorf. Die Folgen sind ja noch, oh, die sind noch weiter her, wo ich die ganzen Dorfsachen gemacht habe.
Und machen wir kurz einen 64er Stack noch davon. Minecart rein. Und ja, deswegen würde es mich halt schon interessieren, wenn dann irgendwie welche Ja sagen. Aber wiederum kann ich Nein auch verstehen und würde natürlich dann ganz normal weitergehen. Wir werden erstmal schlafen. Zack. Los. Parkinson Hand. Ich soll ja keine Scherze mehr über Krankheiten machen. Stimmt ja auch wieder. Und ja. Ich habe mir da schon ein paar Leute gedacht. Ob das klappt, ist dann eine andere Frage. Wie gesagt, ihr müsst dann sagen ja oder nein. Und deswegen nur hinschreiben ja oder nur nein und nichts anderes weiter wäre cool dann in den Kommentaren. Denn ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nur drei Leute? Klar, ich bin dabei. Ich bringe dann 2 bis 3 Videos in der Woche raus. Ist auch klar. Auch verstanden. Safe Game wird weitergereicht. 15 Minuten. In 15 Minuten kann man was schaffen. So, easy. Ha. Ich trau mich was. Ja, weiter noch was zu erzählen? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, was ich beim Let's Change jetzt noch vergessen hätte. Aber ich bin ja so, dass es mir etwas später einfällt, dass ich sage, oh nee. Ach so, na klar, keine Mods und Texture Pack kann je nach Belieben. Das ist klar. Weil Safe Games lassen sich ganz relativ gut durch sowas verbreiten. Naja, aber wie ihr wollt. Ich will doch nicht ernsthaft jetzt zu schwimmen. Wir hätten uns ein Boot bauen sollen. Mann. Aber Wasserwelten nur zu entdecken ist auch langweilig. Ist auch echt langweilig. Ich frage mich, warum hier dauernd nur Wasserwelten gibt. Ein Kompass wäre auch cool. Los, lasst uns erstmal einen Kompass bauen und dann auch mal ein Boot bauen und dann gehen wir nochmal los hier. Mann, die Folge hat es ja wieder gebracht. Mann, 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 Mann. Aber wie gesagt, es soll ja mal wieder hier ein bisschen auf Action sein und Rüstung habe ich leider keine. Dazu müssen wir uns unterwegs ein paar Kühe abschlachten. Aua. Und vielleicht ein bisschen Nahrung mitnehmen. Hier haben wir ein paar Kühe. Puh. Ich hab dich gefunden. Yeah. So. Komm her, du Kuh. Du bekommst jetzt ein gerechtes Urteil. Renn nicht davon. Du musst sterben. Zumindest die Kühe, die mir Leder geben. Die anderen Kühe meinen, können meinetwegen leben, solange man sich nicht die ganze Zeit rumnerven hier. Oh, toll, ein Leder. Mann, da kann ich mir eine halbe Socke von basteln. Okay, jetzt haben wir 2 Leder. Boah, 2 halbe Socken. Ey, ist schon mal eine ganze Socke. Und ja, was wollten wir? Ein Boot bauen und natürlich einen Kompass. Weil wir wollen ja nicht große Irritationsschwierigkeiten haben. Und es ist schon wieder, ja, fast Mittag. Mittagszeit. Lecker. Ja, mit dem Show der Welten hat sich noch keiner gemeldet. Die Leute sollen sich dann gerne bei mir persönlich per E-Mail melden. Oder sie bekommen meine E-Mail-Adresse. Einfach mir eine Nachricht schreiben, persönliche Nachricht. Dann bekommen die Leute auch die E-Mail-Adresse, wenn sie dann in der Show zeigen wollen. Ich will jetzt einfach nicht öffentlich hier meine E-Mail-Adresse preisgeben. Hat seinen Grund. Ich will schon mal ein bisschen ausfiltern. So, und gut. Nicht, dass ich dann irgendwie Spam-Mails bekomme. Darauf kann ich gut verzichten, Leute. Echt mal. So, haben wir das auch. Eine Werkbank hätten wir uns noch knüppeln können. Aber nee, die können wir jederzeit knüppeln. Egal. Ist auch cool, auf eine Werkbank zu bauen. Hey, Schwein! Ich habe doch gerade ein Schwein gesehen. Da! Creeper-Schwein! Die tarnen sich jetzt so gut. Klack. Und ich freue mich schon auf 1.8, wenn man endlich das Lebensmittel stacken kann. Denn Fleisch zu braten ist echt eine qualvolle Aktion, die ich ungern mache. Und da hinten habe ich noch ganz viel Lebensmittel. Und ich freue mich schon auf das verrottete Zombie-Fleisch. Mal gucken, wie lecker das ist. Ob man dann krank wird. Vergiftet. Status vergiftet. Und dann nachts mutiert man selber zum Zombie. Brains. Oh, das geht auf die Stimmbänder, sage ich euch. So, mein Gott. 15 Minuten fast geschafft. Und was haben wir selber geschafft? Sonst gar nichts Großes. Mann, das ist das, was ich meinte. Quantität über Qualität. Ah, traurig.
Na gut, aber Minecraft ist nun mal so. Und wenn man sich was Festes vornimmt, wirklich ein kleines Gebäude zu bauen in 15 Minuten, schafft man das eigentlich auch. Deswegen überhaupt kein Problem. Ist der echt ein Kubus? Nee, ist bloß eine kleine Wand, die da rumschwebt. Weiter nix. Meinetwegen. Gut, links, rechts. Blablabla. Nicht wirklich weiter was. Dann würde ich sagen, mache ich hier eine kleine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao.